Hallo, ich grüße euch, ihr Lieben, heute an diesem Tag zu diesem Supervollmond. Ich möchte euch mal ganz kurz mit reinnehmen in eine ganz aktuelle Erfahrung, wie die Technik versagt, wenn die Kräfte überschwappen. Aber ganz zu Beginn, schaut, ich nehme euch mal kurz mit rein in mein Zuhause. So. Ja, ich hatte heute vor, aus dieser Kraft, was ich heute Nacht erfahren durfte, ein Video zu machen. Und zwar, ja, mal so richtig, ne? Also nicht jetzt so per Handy, so ein Schnappschuss. Aber das ist egal, die Technik hat versagt, nichts hat geklappt. Ich saß da fast 3 Stunden und habe das ausprobiert. Es wollte einfach, frag nicht, es ging nicht. Gleichermaßen. Also ich komme gleich dazu, und ihr seht es jetzt an meinen Strahlen, denn jetzt ist es wieder da. Denn solche Erlebnisse, was ich heute erfahren habe, macht nur noch stärker. Es kamen natürlich heute auch 5 Behördenbriefe an, ne? Einfach nochmal so dieses, was mich früher so getriggert hat, ne? Kann mich nicht mehr triggern. Kann nicht mehr. Heute Nacht. In dieser Vollmondenergie, ich war gar nicht so bewusst damit unterwegs, aber ich wusste schon, dass das 26., also dass das im Zeichen von Vollmondschütze steht. Ich bin heute Nacht aufgewacht und konnte nicht schlafen, bin aufgestanden und hatte das Bedürfnis. Also zuerst ging es darum, dass ich ganz kräftig in die Ausrichtung gegangen bin, in die Bejahung dessen, was ich bin, als was ich mich erkenne als göttliches Wesen und auch voll in diese Energie reingegangen von vollkommene Gesundheit, vollkommenes Heilsein, Freiheit, Frieden, Reichtum, Grenzenlosigkeit, Schönheit, Macht. Ich bin das. Und irgendwie war so eine Kraft da und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich möchte mir bei Amazon Prime einen Film anschauen und zwar Mythica. Das ist eine, so, das ist ein richtiger Epos von, also ist schon eine Fantasy-Serie, aber im Grunde genommen, ja, also es hat so viel mit unserer aktuellen Situation zu tun. Und das waren 4 Gefährten und der fünfte war die Göttin. Und ich fühlte mich in diesen Films, also mit diesen Gefährten, so vertraut. Es hat mir so eine Kraft gegeben, weil es ist genau der Wink meiner innersten Instanz gewesen an mich, da ich ja sehr diesen sanften Weg auch. Also früher war ich eher so diese Rebellen und immer voran und Pionieren sind wir ja immer noch. Aber es hat sich immer mehr so dieses urgöttlich weibliche in mir also es wollte einfach von mir gelebt werden. Ja, und es geht ja jetzt um dieses ins Gleichgewicht bringen der Kräfte, göttlich weiblicher, göttlich männlicher Energien und die ins Gleichgewicht bringen in uns, sodass wir uns tatsächlich in der Mitte erfahren. Und in diesem Film war so diese, war eben genau dieses so fühlbar, ne? Wie diese 4 Gefährten da durch die ganze, durch diese ganzen Widrigkeiten in dieser Zeit, ich weiß nicht zu welcher Zeit das gespielt hat, ne? Aber es ist ein richtig epochaler, klasse Film, Mythica heißt der. Und genau, und das war ein Anstoß meiner Seele, dass jetzt diese Kraft gefordert ist. Ich bin Stärke, ich bin Kraft, ich bin. Ich bin die Macht in meinem Leben. Ich bin die Ursache. Ich bin die Wirkkraft in meinem Leben. Und ich wollte heute Nacht auch nochmals, also kurz, und als ich diese Gefährten so, ich war so mit denen, dass ich plötzlich gespürt habe, ja, ich bin ja auch nicht alleine, ne? Auch wenn im unmittelbaren Umfeld da niemand wohnt, der so unterwegs ist wie ich. Aber wir sind ja hier über diese. Wir sind ja übers Energetische und über unser Herz
und über unser reines Sein stetig miteinander vereint und vernetzt und verbunden. Aber ich fühlte es so klar, es war eins, die Gefährten sind jetzt an deiner Seite. Ihr seid viele und ihr geht jetzt für das Neue. Und es ist jetzt auch in uns diese Kraft gefragt, diese rebellische Stärke und diese Kraft und diese Macht. Denn wir haben uns jetzt zu entscheiden, ein jeder Einzelne von uns hat sich zu entscheiden und zu wählen, wofür gehe ich? Ja, und ja, dann kam noch ein Audio zu mir, das wurde mir zugespielt. Von einem Menschen, von einem wachen Menschen und einem Eingeweihten, der tatsächlich so diese gesamten Hintergründe und also der wirklich eine Sichtweise vermittelt, was hier wirklich gerade abgeht und dass es jetzt wirklich das die Endphase ist. Also es ist wirklich ein Stadium, wo es wird nicht mehr lange dauern, wo dieser ganze Corona Fake auffliegt und wo das Spiel dieser gewissen, ja, wie soll ich sagen, dunklen Elite, sage ich mal. Es ist ja Teil des Spiels, ganz einfach. Aber wo das auffliegt, ja, und wo Klarheit, Wahrheit ans Licht kommt und wo ganz viele von uns, die bis jetzt einfach trotz all dieser Hinweise über all diese Jahre, aber die einfach nicht bereit waren, die Augen oder das Herz zu öffnen und lieber weiter mit der Masse schwimmen, weiter einfach nur gehorchen, die werden sehr, 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 sehr schockiert sein. Und mir wurde gesagt, daher ist es jetzt so wichtig, dass wir voll in unsere Macht, dass wir jetzt voll in unsere Kraft kommen und ein jeder Einzelne von uns seinen Wirkplatz erkennt. Also da findet jetzt wie so eine Feinjustierung statt, wo wir tatsächlich, ja, wo jedem Einzelnen von uns ganz klar gezeigt wird, wo ist hier dein Wirkplatz? Mir wurde das heute Nacht sehr klar aufgezeigt, ihr Lieben. Und daraus ist eine sehr, also es hat nochmal wie ein, weil ich ja auch ein sehr, sehr sanftmütiger Mensch bin, ja, und in mir sehr dieses göttlich-mütterliche, dieser Großmut, diese Güte, dieses, ja, diese unglaubliche Zärtlichkeit auch zu allem, ja, in mir verankert ist, dass ich jetzt auch wieder dieses Machtvolle in mir zulasse, dass es aktiviert wird. Ja, und ich spreche jetzt einfach mal so, wie es gerade fließt. Ihr merkt das auch, dass es mich berührt, weil diese Kräfte, die heute durch mich geflossen sind, die haben mich buchstäblich überwältigt. Also es war so eine extreme Kraftwelle und es hatte damit zu tun, es war so eine wirklich eine nochmal eine Integration dieser Urkraft, dieser Urmacht, die in der Vereinigung der Kraft der männlich und der göttlich-weiblichen Energie einhergeht. Und nur dann sind wir stabil in unserer Mitte und denn wir werden gebraucht. Es wurde mir heute Nacht so klar gezeigt, wir werden gebraucht, ein jeder Einzelne von euch. Und jeder hat sich jetzt wirklich zu entscheiden und zu wählen, also für die eigene Wahrheit zu gehen oder weiterhin der Mainstream zu folgen. Ich kann euch nur raten, also richtet euch aus und schaltet den Fernseher aus, legt die Zeitungen weg, denn da wird vielleicht noch mal ein bisschen krasser da draußen, sondern nährt euch, stärkt euch, geht viel in die Natur, verbindet euch mit euch selber, schaut Filme, lest, also macht alles, was eure Kraft stärkt, was euch in eure Urkraft da drin verankert und nährt. Ja, und dieses, im Grunde genommen sollte das Video ganz anders laufen.
Aber manchmal das Leben schickt uns einfach so, wie es gerade sein soll. Aber ich wollte heute einfach noch zu euch sprechen in dieser Energie. Denn lass dich auch nicht umschmeißen. Also wie gesagt, diese 6 Behördenbriefe, ich werde sie gleich aufmachen. Aber ich weiß, ich bin Liebe und ich bin die Kraft in meinem Leben und worauf ich mich die ganze Zeit ausrichte und was ich glaube und was ich und wir sind Teil des, als Teil des Universums. Wir sind Teil dieses unendlichen Reichtums, ja. Und wir sind kosmische Wesen, wir sind göttliche Wesen, die sich hier in diesem körperlichen Anzug, sage ich mal, in diesem wunderschönen Körper erfahren. Und alle Macht, wie gesagt, ist in uns gegeben. Und es kommt immer darauf an, worauf richte ich meinen Fokus? Was will ich erleben? Und was ist die wirkende Kraft? Also was bewege ich den ganzen Tag in mir? Und ich behandle inzwischen diese Behördenbriefe zum Beispiel, die da noch kommen, weil ich befinde mich ja auch gerade sehr im Wandel und bin ganz offen für das Neue. Ganz, ich spüre auch, in welche Richtung das geht. Und ich behandle im Grunde genommen die Menschen, die jetzt da noch ihren Posten erfüllen in diesen Finanzämtern und ja, in all diesen Behörden, ne, wo wir vielleicht auch noch, ja, die uns noch dienen, sage ich mal. Ich behandle sie wie Liebende. Ja, es sind meine Brüder, es sind meine Schwestern und die erfüllen da jetzt ihren Platz. Und glaubt mir, es will alles ins Licht. Und was mir nochmal sehr geholfen hat, weil ich auch gemerkt habe, dass es auf YouTube einen Angriff gegeben hat, so eine starke Belästigung. Es kam jetzt alles sehr gebündelt. Da habe ich einfach gemerkt, es sind in Schatten, von Schatten umhüllte Lichter. Und ich fokussiere mich nur auf das, was der andere wirklich ist. Er ist mein Das eine wahre Selbst, er ist göttliche Anwesenheit, er ist die Anwesenheit des Lichtes. Und dieser Lichtkern ist halt von Schatten umhüllt durch die Unbewusstheit, in der der andere eben ist, weil er eben sein Ego-Weg bisher gegangen ist und noch nicht offen war, fürs Neue zu gehen, sich für das Licht zu öffnen. Aber die Wahrheit in allem ist doch der Lichtkern in ihm. Und wenn ich das sehe und nur das sehen will im anderen, dann dürfen sich auch die Schatten erlösen. Ja, es erschreckt am Anfang ein bisschen, das hat es mich auch. Ja, aber es hat keine Kraft, wenn ich diese Kraft dem nicht gebe. Ja, ich bin gerade ein bisschen aufgewühlt, weil es ist heute ein unglaublicher Energiemix, der da durchflutet. Aber ich wollte mich euch einfach so zeigen. Und es wurden mir auch nochmal nahegebracht, die hermetischen Prinzipien, die geistigen Gesetze heute Nacht, das auch zu meiner Aufgabe gehört, darüber aufzuklären. Denn sie liegen wirklich jeder, also die wahren Lebensgesetze, ne, nicht nur das Gesetz der Anziehung, sondern die 7 Prinzipien, die unser Leben bestimmen. Und ich werde demnächst, ich werde jetzt, vielleicht mache ich es morgen, ein Video darüber rausgeben, nochmal, dass wir wirklich mit denen sind, denn sie bestimmen unser Leben. Und dass wir, was da draußen die Politiker machen, ja, dass wir das einfach mal liegen lassen, ja, der Maus gedient. Es ist, die probieren, und das sind Marionetten, ja. Wir, du. Oh. Sorry, ich wollte es jetzt nicht löschen. Ich habe gerade was in mir gespürt. Du bist der Schöpfer. Das heißt, du bist der Autor, der Drehbuchautor, der Regisseur. Du bist der Kameramann. Und du bist der Hauptdarsteller in deinem Film. Und es liegt absolut bei dir, was du jetzt daraus machst, was du erleben willst. Und dass du deine Macht wieder zu dir zurücknimmst, und zwar vollkommen. Wisst ihr da draußen, was habe ich gestern gehört? Das war so ein wunderbares Beispiel.
die Politiker und die Gesellschaft und alles da draußen, was uns da noch versucht, in die Angst zu ziehen, das sind die Kabelträger. Und wir sind die Macht in unserem Leben und wir lassen uns von den Kabelträgern nicht mehr ablenken, oder? Und auch nicht mehr irritieren. Ich habe es heute gespürt, es war ein Versuch. Aber es ist wichtig dabei, mit der Energie zu gehen und ganz bei sich zu bleiben und immer wieder die Gedanken, also wirklich runterfahren und nach innen gehen, innehalten und einfach sich wieder spüren. Genau. Und dann ist alles gut. Und in dem Sinn wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Und ja, es ist ein bisschen ein extremes Video, aber ich will es trotzdem rausgeben. Lasst es euch gut gehen und schön, dass ihr da seid, ihr Wundervollen. Und wir sind die Macht. Wir sind die Kraft. Wir sind das Licht dieser Welt. Und alles andere da draußen hat überhaupt gar keine Kraft. Weil das, was wir Gott nennen, ist dieses allumfassende, alles durchdringende, alles durchströmende göttliche Licht, dieser reine Geist, diese eine Kraft, diese eine Instanz, die wirklich alles umfasst, alles durchdringt und ewig allgegenwärtig und jetzt unmittelbar hier da ist. Und diese Kraft hat kein Gegenteil. Und Angst ist nicht das Gegenteil von Liebe, es ist nur die scheinbare Abwesenheit der Liebe. Denn die Liebe ist nie abwesend. Sie kann nur durch unsere Unbewusstheit abwesend sein. Aber wie gesagt, nur scheinbar. In Wahrheit trägt sie uns die ganze Zeit, navigiert uns hier durch, trägt uns, behütet uns und wie eine große liebende Mutter, wie ein großer liebender Übervater. Und so sind wir getragen und so sind wir unermesslich geliebt vom Leben selbst.